Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner nächsten Folge Outlast. Und ja, wir sind hier immer noch im Frauenteil der Nervenheilanstalt und suchen nach dem Vater. Martin hieß der, glaube ich, ne? Ach ja, genau. Und wir haben ja hier unseren Camcorder verloren. Und so wie es scheint. Ja. Müssen wir nämlich wieder hier runter. So eine Kacke. Können wir nicht einfach den Pater suchen, den Vater suchen und seine Taschenlampe abrippen? Das Dumme ist, am Ende vom letzten Part kam ja hier noch einer von diesen Idioten, von diesen Spastmatikern hier durch die Tür. Scheint Gott keiner zu sein. Macht es Sinn, jetzt nach Batterien zu suchen, wenn wir eh... Ja, okay. Oh, auch das noch. Ich brauche unbedingt meine Taschenlampe wieder. Hier ist doch niemals... Jetzt soll ich schon wieder Taschenlampe sagen, mein Camcorder. Hier ist doch eine Betondecke. Ist doch niemals hier runtergefallen. Achso, da geht's nur weiter. Oh. Jetzt fühlt man sich so ein bisschen wie in der Schule, oder? Beim Sportunterricht mal umziehen. Muss das denn sein hier? Schon wieder gedacht, irgendwas passiert. Na, wir kommen gut voran, oder? Oh, oh, verdammt! Verdammt, Alter! Weg, 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 weg! Hey! Hast du meinen Camcorder gesehen? Ob die reden, wenn man zu denen hingeht? Tja, leider nicht. Nicht so viel. Ich hoffe, ihr kennt hier überhaupt was, weil das ist ja nun wirklich sehr dunkel. Das wird immer dunkler, habe ich das Gefühl. Immer dunkler. Nimm ihn doch. Oh. Okay, wir haben ihn.
Verdammt. Einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind, oder? Uah, Regal. Oh mein Gott. Aua. Scheiße. Scheiße. Ach, jetzt hab ich's doch schon wieder. Hab's doch schon wieder verbaselt hier. Kacke, Mann. Genau, alle da. Oh, lauf doch, Mann, lauf. Nein! 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 Oh mein Gott. Ah, Scheiße. Lol, wie er selbst beim Sterben noch seine Hand sich durch die Kamera betrachtet hat, ne? Kacke. Vielleicht müssen wir hier lang. Scheiße! Scheiße! Oh. Ja, die Frage ist, wohin jetzt? Komm ich hier wieder hoch? Ah, ich komme wieder hoch. Ach so. Oh Mann. Warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Lauf da im Kreis. Wie so ein Idiot. Scheiße, Mann. Das heißt für mich eigentlich nur, hoffentlich werde ich nie von einem Massenmörder verfolgt. Oh, mal eine schöne Dusche jetzt nehmen, oder? So, Kamera weg. Ups. Ah, oh, herrlich. Fühlen wir uns doch gleich viel, viel besser. Wenn wir jetzt den gleichen Weg zurücknehmen, kriegen wir ja eh gleich zwei Batterien, ne? Und zwar hier. Leute, zwar trotzdem zwei Batterien aufgehoben, obwohl ich nur eine hätte nehmen sollen, können, dürfen. Aber gut. Okay, jetzt bin ich also wieder hier. Das ist immer so ein bisschen schade an so Kletterrätseln, dass man, die sind eigentlich immer so extrem offensichtlich. Weil, ja, wenn man so Tomb Raider spielt und sowas, ich spiele sowas seit Jahren und man erkennt einfach die Charakteristika im Leveldesign. Wo es jetzt weitergehen könnte, müsste. Natürlich weiß man das auch nicht immer. Hier zum Beispiel komme ich doch niemals. Ja, das schaffe ich doch niemals, oder? Ja, wir müssen es probieren, aber... Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir das schaffen. Ach, gucke mal an.
Hey Martin, ist das richtig? Soll das so sein? Ich mach das lieber so, oder? Da ist er. Nee. Scheiße. Scheiße, Mann. Only one way out. Only one way. Gesicht gemacht. How do you know you're not a patient? Was? Woher wissen Sie was? Oh, ich hab's nicht gelesen. Ja, mal wieder ein bisschen zivilisierter aus. Das ist ja mal ganz angenehm. Wieder so ein Dicker, ne? Cooler vorgestellt. Boah, boah. Alter Schwede, alter Schwede. Da noch mal gucken gehen bei dem Dicken oder ich habe 10 Batterien. Wir müssen es nicht wirklich tun, aber na, wir gucken mal, ne? Vielleicht finden wir ja noch eine Batterie, die ich eh nicht aufnehmen kann. Da siehst du, das sind nicht Dokumente. Billys Träume. Betreff Patient William Hope. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernick über eine Therapie am weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten. Was? Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten. Die von einem Dämon namens Herixi ausgespuckt werden.
Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben. Auf zwei. Kurt. Was meint der denn mit diesem Falter? Der Dicke randaliert da draußen, ne? Achso, die geht ganz hoch. Ja, gehe ich noch mal runter oder nicht? Hier ganz in der Nähe. Okay. Okay, schnell, 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 schnell. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Irgendwie kommt mir das hier doch auch bekannt vor. Sieht so aus wie die Haupthalle vom Männerteil des, ach, guck mal, hier ist offen. Das Treppenhaus ist auch offen. Was ist die Musik denn hier schon wieder so grässlich? Das wird doch gar nichts. Vordringen in das Geisterreich. Guck mal hier, Berlin 38. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernick, einer der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs. Basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich es nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellen Regeneration und der geleiteten Karzinom
Karzinom-Generierung, ne? Karzinom-Generierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernick mit seiner Methode in der Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhardt weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicks Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Wir sind doch direkt auf der anderen Seite jetzt, oder? Ja, wir sind wieder. Ach so, ich dachte, okay, alles klar. Wir sind wieder im gleichen Gebäude wie ganz zu Anfang. Also wir sind die ganze Zeit in dem Gebäudekomplex hier, sag ich mal, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber eigentlich muss die Irrenanstalt ja doch eine ganze Weile noch in Betrieb gewesen sein, wenn die hier so riesige Flachbildschirmfernseher haben, oder? Für mich sah das da aus wie ein Aufenthaltsraum. Warum sind wir denn jetzt hier schon wieder so anders? Und wo kommt denn diese schöne Klaviermusik jetzt her? Ach ja, also ist doch kein Aufenthaltsraum mehr hier, oder? Das ist doch hier schon wieder irgendein Gang. Wer hat sich denn die Mühe gemacht? Achso, ist aber kaputt gegangen, die Wand. Deswegen. Ich dachte schon, hier hat sich jemand die Mühe gemacht, das Gitter bis hoch zu ziehen, aber nicht bis an die Wand. Was mache ich jetzt? Springe ich darüber? Das war so klar, oder? Spiel weiter. Ja, Mann, du machst es richtig gut, genau. Wieder hin. Bist du jetzt sauer auf mich? Nee, oder? Könnte ich mir nicht vorstellen.
Das sind Aufenthaltsräume. Überall Leichen hier, so eine Scheiße. Wo ist denn der Typ jetzt hin abgehauen, Mensch? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fields are real. There was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. A half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Ist Schluss oder was? Jetzt wird der Film spannend und jetzt. Das ist ja scheiße, Mann. Das Wernicke-Entlassungsinterview. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Er ist eine 25 Jahre alte. Was? Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Los, Alamos, bedeutet Regierung. Ach so, Los Alamos bedeutet Regierung. Ah, entschuldigt bitte. Es wird langsam echt spät, ja. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen, die bereits verhaltensgestörten Menschen. Ach, es tut mir so leid. Er scheint auf eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb. Den Film, den sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe... was? Rohrschachttests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen... um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Ich finde das echt cool, dass die hier doch ganz schön viele Leichen hingesetzt haben. Nicht alles immer so leer ist.
Leute wurden scheinbar immer beim Telefonieren überrascht, wenn sie gerade getötet wurden. Naja, die wollten wahrscheinlich gerade Hilfe holen, ne? Hallo? Okay, wer hat jetzt die Tür zugemacht? You have to find Vernicke. Only way. Nekrotisierende Fasitis. Fleischfressende Bakterien. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4.19 Uhr schrieb. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Tja, jetzt stehe ich wieder hier und weiß nicht wohin. Oh Mann. Achso. Hier will mir aber die Treppe, oder? Da liegt ein Schlüssel. Bist du der Klavierspieler? Nee, der sah anders aus, ne? Nee, das ist er nicht. Wow! Mann! Jetzt könnte ich die Tür nicht mehr aufmachen. Habe ich das Gefühl, der greift mich nicht an, der Typ. Sondern der hilft mir eher so ein bisschen. Lol, jetzt ist hier die Tür offen. Wollt ihr mich alle veräppeln oder was? Dritte Etage.
schon wieder vergessen, wo es genau in die dritte Etage ging. Also, wo das da weiterging jetzt. Ah, verdammt, ja. Oh, vielleicht geht's jetzt hier weiter. Ne. Heute nicht. Ist doch der andere auch nicht weit. Waren noch diese zwei. Scheiße. Was mache ich jetzt? Wie kann ich die denn jetzt verarschen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wie mache ich das? Muss ich den da jetzt reinlocken und... Ist einfach weg. Der ist einfach weg. Wow, geil. Oh Mann, ich brauche echt langsam eine Pause hier, das wird alles zu spannend. Ist das der Vater? Ich weiß es nicht. Das wird ja schon sein, oder?
Fluchtwege checken. Die Tür ist sogar offen. Die ist wahrscheinlich komplett zu, kann man gar nicht durch. Habe ich mir doch gedacht. Na, sagen wir mal Hallo hier, oder? Was offen, das ist ja auch komisch. Aha. Was bringt mir das? Tja, ne? Keine Ahnung. Würde ich sagen, nehmen wir die Tür hier links und oben da ist da nichts drin, was mich jetzt schon wieder fresh will. Ach komm schon, ich brauche jetzt einen Speicherpunkt. Müsst doch aufhören heute hier. Hätte auch gedacht, ich schaffe das heute durch, aber Pustekuchen. Sind aber alle gerade sehr gläubig hier. Wahrscheinlich kann ich dann darüber, ne? Alter, was ist denn los mit euch, Alter? Wollen mich doch verarschen, ey. Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay.
Okay, die drehen hier jetzt wirklich alle ganz schön am Rad, muss ich hier mal feststellen. Das ist voll doof, dass meine Kamera kaputt ist. Habe ich das schon mal gesagt? So, ich probiere nochmal die Exit-Tür und ich muss jetzt hier langsam wirklich zum Ende kommen. So ein Mist. Muss doch mal irgendwo ein Speicherpunkt sein. Warum muss man sowas eigentlich immer mit Blut an die Wände schreiben? Sind das jetzt die zwei? Nee, oder? Doch, das sind diese zwei Neandertaler. Steht da jetzt wieder jemand auf? Ha? Mit dem ist was nicht in Ordnung hier, ne? Also noch weniger in Ordnung als mit den anderen. Der macht einfach gar nichts mehr. Aber
Er ist jetzt verbrannt. Toll. Aber ihr habt es gesehen, hier war jetzt ein Speicherort und da mir hier gerade keiner wehtun will, nutzen wir uns mal die Gelegenheit hier und setzen uns mal hin. Machen wir mal ein Päuschen. Und ich mache jetzt auch Schluss für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt ist schon wieder so ein langer Part geworden. Aber naja, einmal geht schon, ne? Schaltet wieder rein zum nächsten Part, wenn es weitergeht mit Outlast. Einen wunderschönen Abend euch jetzt noch. Und bye bye. Euer Längster.